Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren View hier auf meinem Kanal. In dem heutigen View zeige ich euch 10 Skins, die man nicht besonders oft bis gar nicht sieht. So jetzt seltener als der Recon Expert, kaum zu glauben, aber es ist so und dazu sehen die auch nicht mal so nice aus. Und die ganzen Infos habe ich von fnbr.co, das Ganze ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ich sehe auch gerade hier schon beim ersten, und zwar ist das der Axiom Skin. 2,2 Sterne hat er hier Bewertung. Der ist jetzt nicht so ganz gut angekommen. Also ich sehe ihn eigentlich fast nie in den Runden, bis nie, und ich empfehle es auch niemanden zu kaufen. Dieser Skin hat komischerweise 3,8 Sterne. Sieht man aber trotzdem nie in den Runden. Finde ich auch ein weiterer hässlicher Skin. Also ich frage mich echt, wer spielt mit sowas freiwillig? Die China-Leute da bestimmt. Auf dem europäischen Servern sehe ich den zumindest nicht. Genauso wie Cutie Pie. Was soll ich dazu sagen? Mordhässlich. Bin ich auch froh, dass ich den nie in den Runden sehe. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung zu den Skins in die Kommentare schreiben. Habt ihr einen von diesen Skins und spielt auch manchmal mit denen? Dieser Skin hier 2,92 Sterne. Ja, hätte ich ihm auch eher die 2 statt die 3 Sterne gegönnt. Dann haben wir auf dem nächsten Platz 2 Skins, und zwar einmal hier diese komische Tomate und einmal diesen Burger. Das sind halt dieses von diesem Reaktor-Set, glaube ich. So nennt man die. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt hier so reingekommen sind. Ich feiere es einfach nicht. Der Tomaten hat 3 Sterne und der Burger hat 3,1 Sterne. Das ist jetzt auch nicht so krass. Und wie ich auch hier sehe, der ist in der Zwischenzeit auch ziemlich unbeliebt geworden. Genauso wie der Tomatenkopf. Der ist sogar ein bisschen unbeliebter als der Burger. Interessant zu wissen, ich wäre eher mit dem Tomatenkopf rumgerannt als mit dem Burger. Als nächstes haben wir den Aeronaut und der ist von den Sternen. Der hat 4 von 5 Sterne, ist aber in letzter Zeit sehr, sehr tief, sehr, sehr tief gesunken. Der ist von einem Schlag von 100 auf ca. 5%. Gerade ist er bei 2%. Der kommt nicht gut an und trotzdem hat er 4 Sterne. Ich verstehe nicht, was mit den Leuten los ist. Sehe ich auch nie. Skin habe ich nicht. Finde ich auch jetzt nicht besonders hübsch. Ich weiß nicht, warum man sich sowas kauft. Trevi kauft sich eh jeden Dreckskin. Der wird den wahrscheinlich haben. Genauso wie Copper Wespe. Der hatte einmal 100%, wo er wahrscheinlich im Shop war. Und ja, dann ging es auf 2% runter. Und jetzt hat er gerne Zeit 0%. Hat komischerweise 3 Sterne. Spielt wirklich niemand mit denen. Warum hat er 3 Sterne? Er ist so unbeliebt und trotzdem kaufen sich die Leute ihn. Also, da verstehe ich echt nicht, was manchmal da mit den Leuten los ist. Der Shogun-Skin hat 4 Sterne, ist sogar recht beliebt. Der ist gerade bei 50% und der war vor kurzem auch auf 100%. Ich weiß gar nicht, ob der in letzter Zeit im Shop war. 12. September 2019 ist schon ein bisschen her, aber man sieht den auch nie in den Runden und besonders schön finde ich ihn auch nicht. An sich ist er kein schlechter Skin vom Aussehen her, aber die Maske macht einfach, die ist einfach nicht schön. Also es haben sich wahrscheinlich auch viele Dinge gekauft, aber der wird hier anscheinend oft gespielt, aber trotzdem sieht man ihn nie. Das ist sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Und hier ein Event-Skin, und zwar eine aus der Marvel-Reihe. Da haben wir einmal den fettesten, wahrscheinlich mit fettesten Skin nach diesem Schlürfmonster-Skin, und zwar den Cable-Skin. Sehe ich nie, habe ich einmal gesehen. Mal sehen, bei welcher Beliebtheit er gerade ist. 42%, ein bisschen viel, hat nur 2 Sterne. 2,4, um genau zu sein. Da sind auf jeden Fall die anderen viel besser hingekommen. Man kann halt nicht wirklich mit dem gut spielen. Der ist halt fett und mehr nicht. Der hat eine goldene McDonald's-Karte, die nutzt er auch schön aus. Am 23. April war er zuletzt drin, ist gar nicht mal so her. Deswegen ist er noch ein bisschen im Hype, sage ich. Also, na gut, von Hype kann man hier auch nicht mehr reden, aber der Skin ist an sich zwar schon schick, aber viel zu breit gebaut. Mit dem spielt kein Schwitzer. Als nächstes Astro-Assassine. Haben sich wahrscheinlich ein bisschen mehr gekauft, aber er hat auch nur 3 Sterne und ist aktuell bei einer Beliebtheit von 57%. Ein bisschen mehr, aber haben sich halt auch nicht so krass viele gekauft, weil der vorherige Skin, ich glaube Gemini hieß der, da gab es ja auch ursprünglich noch Challenges zu, und den Style haben halt mehr Leute gefeiert als den,
der eben rausgekommen ist, den spielt, also ich sehe ihn niemand, ich sehe auch bei keinen Streamer, dass ihn irgendjemand spielt. Es werden wahrscheinlich vielleicht ein paar von euch den besitzen. Ich besitze ihn auch nicht, bin auch nicht unglücklich drüber. Also ich finde den einfach nicht schick. Beast Mode. 2 Sterne, 4 Styled, trotzdem spielt ihn, ich sehe niemanden. 50% ist ein bisschen viel, wird aber in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch weiter runtergehen. Der Gleiter ist sogar gerade bei 58% für 2 Sterne, weil der Gleiter kommt besser an als der Skin selber. Das ist schon irgendwie ein bisschen lustig, muss man sagen. Mal sehen, wie viel die Tarnungen, okay, die Tarnungen sind gerade bei 20%, die waren aber auch komplett hingerotzt, muss man ehrlich gesagt sagen. Die sehen halt einfach nicht schön, mit denen spielt ebenso niemand. Der Skin wurde sich einfach gekauft, 2-3 Tage gespielt und dann wieder in die Ecke gerotzt und dann hat man sich einen neuen Skin gekauft. Habt ihr einer dieser Skins, dann spielt ihn ihr auch aktiv. Würde mich gerne mal interessieren, ab in die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr. Creator Code, der Teddy Bear auf keinen Fall im Item Shop verpassen. Ich habe gehört, da gibt es überhaupt nichts, wenn man den einträgt. Und das darf man sich natürlich auch nicht entgehen lassen. Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da und haut rein. Und ciao, Leute.